Hallo meine Lieben, heute hier wieder Body Planet Tamer Galal. Heute geht es um das Thema, wie verliere ich am besten Fett? Diese Frage werde ich so oft gestellt. Und natürlich ist es so, dass wir hier auf unsere Ernährung aufpassen müssen und das Training dementsprechend anpassen müssen, wenn es am schnellsten gehen soll. Die Ernährung jedoch ist am allerwichtigsten. Du bist, was du isst, das kennen wir alle. Und wichtig ist jetzt hier doch ein paar Regeln zu beachten. Man kann die Kalorien berechnen, etwa, wobei es natürlich davon abhängt, was für Kalorien das sind. Ob das jetzt aus Eiweiß, aus Fett, aus Kohlenhydrate ist, das erkläre ich euch aber nochmal in einem anderen Video. Heute geht es jetzt wirklich nur darum, was sind die grundlegenden, wichtigen Dinge. Ich sage jetzt einmal, wir sollten darauf achten, dass wir dementsprechend die richtige Menge essen. Wie errechne ich sowas? Das ist ganz einfach. Man sagt Körpergewicht. Also Körpergewicht mal 24 Stunden. Das wäre jetzt in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau 70 Kilo wiegt und sie möchte abnehmen, sagen wir mal 70 hier, 70 Kilo mal die 24 ergibt es eine Gesamtkalorien von 1680 Kilokalorien täglich. Ja? Mal drüber, Kilokalorien. Ja, 1680 Kilokalorien. Eine Frau, wenn es jetzt eine Frau ist, die zieht also wirklich nochmal 10% ab. Also hier wieder minus 10%. Ja. Schreibe ich noch dazu, bei Frauen. Männer bleiben, die dürfen ein bisschen mehr essen. Ja. Ist zwar unfair, ich verstehe es, meine Damen, aber es ist halt so, dass wir hier 10% abziehen. Wenn man 10% abzieht, dann ist es minus diese 168 Kalorien. Wenn man es jetzt genau nimmt, sind es 168 Kalorien. Das entspricht dann wirklich genau 1512 Kilokalorien. So, diese Kilokalorien braucht die Dame jeden Tag, um die 70 Kilo zu halten. Wir wollen aber jetzt Fett verlieren. Und das schnell. Also ziehen wir jetzt hier ein paar Kalorien ab. Man sagt ja so zwischen 250 und 500. Wir sagen meistens 500. Das heißt, das sind circa minus 500 Kalorien, ja, ich schreibe jetzt dazu, Ziel Fett verlieren. Dann würde es entsprechen 1012 Kilokalorien. Ja, also minus diese 500 Kalorien. Von den 1512 komme ich dann auf 1012 Kalorien. Also die Dame, um Fett zu verlieren, sollte dann wirklich bei 70 Kilo Körpergewicht 1012 Kalorien am Tag essen. Nicht mehr. Ja. Jetzt ist es so, natürlich ist es wichtig, woher die Kalorien kommen. Aus Kohlenhydrate, aus Fett, aus Eiweiß. Auch hier empfehlen wir wirklich ganz genaue Fakten zu nehmen. Und zwar von den Kohlenhydrate oder vom Eiweiß, sagen wir mal das wichtigste Eiweiß, würden wir dann rechnen, circa, Eiweiß wäre circa, ja, sagen wir 50% von den Kohlenhydrate. Etwa 20% und Fett circa 30%. Ja? Denn der Mensch
Der braucht unbedingt Eiweiß und braucht unbedingt Fett. Kohlenhydrate brauchen wir nicht so viele. Und deshalb nehmen wir da ein bisschen weniger. Wenn wir jetzt die 50% von den 1012 Kalorien rechnen, müsste man jetzt natürlich noch mal genau aufteilen, wie wir das machen. Das zeige ich euch im nächsten Video. Wichtig ist zu verstehen, dass ihr auch Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett im richtigen Verhältnis isst, damit ihr leicht Körperfett verliert. Das ist das Entscheidende in der Ernährung, um wirklich hier tolle Ergebnisse zu bekommen. So kann das jeder von euch ausrechnen, egal wie viel er wiegt. Wenn wir jetzt einen Mann mit 70 Kilo Wie haben, dann kommen da auch die 1680 Kalorien raus. Und dann ist hier aber nicht mehr 10% zum Abziehen wie bei Frauen, sondern da lassen wir das und bleiben bei 1680. Wenn wir Zielfett verlieren haben, dann ziehen wir nochmal 500 Kalorien ab. Wichtig ist mir natürlich, wenn wir jetzt jemand haben, wenn es jetzt ein Mann ist, der körperlich viel arbeitet, der rechnet dann normalerweise nochmal alles dazu. Ja, das heißt, der isst dann nochmal zu den 1680 vielleicht nochmal 500 bis 1000 Kalorien mehr, damit er wirklich genug Energie hat. In diesem Sinne könnt ihr das natürlich ganz genau haben, wenn ihr mal ins Bodyplanet kommt, um hier euch das ausrechnen zu lassen und zu schauen. Wichtig ist mir jedoch, dass ihr wirklich wisst, ihr müsst an eurer Ernährung arbeiten, damit ihr ganz schnell am besten Fett verbrennt. Vielen Dank, und wenn ihr dieses Video toll fandet, bitte liked's, teilt's, ja, und erzählt's weiter. Ich freue mich auf Fragen. Euer Tamer Galal.